der Hauptstadt von Litauen in Vilnius ist unser Russland-Korrespondent Markus Müller. Herr Müller, es gibt jetzt zahlreiche Boykottaufrufe. Einer davon lautet zum Beispiel, es ist die Pflicht jedes litauischen Staatsbürgers, seinem Unmut gegenüber Österreich zu artikulieren. Haben Sie denn diesen Unmut auch schon zu spüren bekommen? Also den Unmut bekommt man schon zu spüren, wenn man die Leute auf der Straße anredet, sagen sie, was ist denn in Österreich los? Seid ihr völlig wahnsinnig geworden, dass ihr diesen Herrn Golovatov rauslasst? Die österreichische Wirtschaft muss keine besondere Angst haben vor diesen Boykottaufrufen, weil die Kontakte nach Litauen insgesamt relativ klein sind. Es wird in Österreich deshalb keine Wirtschaftskrise ausbrechen. Aber Österreicher, die hierher kommen, werden sich schon eine ganze Reihe von Fragen anhören müssen. Dieser Herr Golovatov, um den es da geht, gilt in Litauen als Kriegsverbrecher in der gleichen Liga wie zum Beispiel Ratko Mladic in Bosnien. Und die Leute hier können einfach nicht verstehen, wieso Österreich den innerhalb so kurzer Zeit wieder freigelassen hat und ausreisen hat lassen. Jetzt wirft Litauen Österreich ja vor, man habe auf Druck Russlands gehandelt. Würde sich Russland denn so sehr für Herrn Golovatov einsetzen? Also davon kann man indirekt schon ausgehen. Der ganze Einsatz der Roten Armee beim Zerfall der Sowjetunion ist in Russland ein totales Tabuthema. Es hat solche Massaker ja nicht nur hier in Vilnius gegeben, sondern auch in einigen anderen Städten. Darüber wird in Russland überhaupt nicht geredet. Ganz im Gegenteil, der Herr Golovatov hat ja in den 90ern auch für seinen Einsatz hier eine ganze Reihe von Orden bekommen. Das heißt, die Russen sind eigentlich stolz auf den. Die russische Botschaft in Wien hat auch schon anklingen lassen, dass sie mit der Handlungsweise Österreichs sehr zufrieden ist, was schon dafür spricht, dass die sich auch für ihn eingesetzt hätten oder möglicherweise auch schon für ihn eingesetzt haben, damit er so schnell freikommt, was natürlich von allen Seiten dementiert wird. Wie sehr spürt man eigentlich die Ereignisse dieses sogenannten Blutsonntags von 1991 noch in der Hauptstadt? Also diese Ereignisse von 1991 sind in der ganzen Stadt sehr spürbar. Ich fange mal direkt hinter mir an. Hinter mir ist das Parlament und davor in diesem Glaskasten sind die Reste der Barrikade, die die Menschen damals errichtet haben, um das Parlament vor den sowjetischen Panzern zu schützen. Und ein Teil dieser Barrikade wurde als Denkmal beibehalten. Und solche Denkmäler gibt es in der Stadt einige. Auch wenn man mit den Leuten redet, die sagen, sie wissen noch ganz genau, was sie damals gemacht haben, 1991, wo sie gewesen sind. Sie sind auch wahnsinnig stolz darauf, dass dieses kleine Litauen sich aus eigener Kraft aus diesem Moloch Sowjetunion hat befreien können. So sehen die Leute das da hier. Und dieser Stolz, das ist eine Sache, die es in dieser Form in Österreich einfach nicht gibt. Praktisch die gesamte Bevölkerung ist stolz darauf, dass es ihnen gelungen ist, die Unabhängigkeit zu erlangen. Durch die Freilassung vom Herrn Golovatov fühlen sie sich in diesem Stolz wahnsinnig gekränkt. Und daher fällt es uns in Österreich auch wahrscheinlich so schwer zu verstehen, wieso die Leute sich hier so wahnsinnig drüber aufregen. Hat denn Österreich da vielleicht wirklich, wie Sie sagen, nicht richtig eingeschätzt, wen man da eigentlich laufen hat lassen? Ich glaube, dass die Sensibilität in Österreich gegenüber diesen Fragen sehr gering ist, um das mal freundlich zu sagen. Und tatsächlich gibt es in dieser Sache, in dieser Angelegenheit ja einige Fragen, die offen sind. Wieso hat Österreich diesen Herrn so schnell freigelassen? Wieso haben sie nicht darauf gewartet, dass Litauen die angeforderten Informationen schickt? Österreich hätte hier sehr viel Zeit gehabt, um dem nachzugehen, hat es nicht. Die litauische Seite verlangt Aufklärung, wohl auch zu Recht. Und unabhängig davon, wie diese Antworten ausschauen werden, unabhängig davon, ob man auf juristischer und politischer Ebene jetzt auf einen grünen Zweig kommt, auf menschlicher Ebene sind die Litauer von Österreich wahnsinnig enttäuscht. Sie sagen, sie hätten sich mehr von Österreich erwartet als demokratischem Land. Und auf menschlicher Ebene sind die Beziehungen zwischen Litauen und Österreich in absehbarer Zeit leider wohl ziemlich zerrüttet. Markus Müller, vielen Dank und guten Abend nach Vilnius. Dankeschön. Und auch in Österreich sind anscheinend nicht alle der Meinung, dass die Freilassung des Ex-KGB-Agenten gerechtfertigt war. Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden von der SPÖ hat sich beim Bürgermeister der litauischen Hauptstadt Vilnius für das Vorgehen der österreichischen Behörden entschuldigt. Er verstehe den Zorn der Bevölkerung, schreibt Schaden in einem Brief an seinen Amtskollegen. Das berichten die Salzburger Nachrichten in ihrer Mittwochausgabe. Salzburg ist übrigens die Partnerstadt von Vilnius.